Vielleicht ist der COD-Gott ja... Alter, wir kriegen schon wieder Helden ab. Nein, wir kriegen nicht noch eine Eben... Oh, aber jetzt, komm. Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und oh mein Gott, ist das lange her, als ich das letzte Mal gesagt habe. Ich glaube mittlerweile schon fast 4 Wochen wieder mal. Tut mir auf jeden Fall unendlich leid, dass es so lange gedauert hat, bis das nächste Video jetzt wieder am Start ist. Außerdem habe ich mir jetzt auch so einen Zweitkanal erstellt, denn ich spiele im Moment auch wirklich sehr, sehr gerne Fortnite. Ich habe es einfach jetzt mal so ein bisschen getestet, geguckt, wie es mir so gefällt. Anfangs war ich ja so ein bisschen skeptisch, weil ich mehr so der Battleground-Spieler gewesen bin. Aber jetzt habe ich mir auch so einen Zweitkanal erstellt, so wie Fantu, wie Gustav und eigentlich sehr, sehr viele vielleicht auch aus der CODs. Szene. Ich finde es irgendwo ganz sinnvoll, da den Kanal dann ein bisschen zu teilen, also dass ich da einen Zweitkanal habe, wo ich eben Fortnite-Videos bringen kann, wo ich Streams bringen kann zu Fortnite, zu Battlegrounds, weil es irgendwo doch ein anderer Spielstil ist und das so ein bisschen die Community auch spaltet, also dass hier auf dem Kanal weiterhin COD-Content kommt, auf dem anderen Kanal halt eben Battle Royale-Content. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt, ganz oben, könnt ihr gerne vorbeischauen, gebt der Sache einfach gerne eine Chance, würde mich echt freuen über eure Unterstützung, wenn ihr da am Start auch seid, euch das gibt und mir vielleicht Tipps geben können, wie ich mich da in Fortnite verbessern kann und wir einfach irgendwo dann auch gute Spieler in Fortnite werden. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich will euch das eben kurz erklären, warum es irgendwie jetzt wieder dazu gekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. WW2 hat mir absolut nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich hatte ewig schlechte Laune, wenn ich das Spiel gespielt habe. Ich habe dem Spiel jetzt einfach nochmal eine Chance gegeben. Es gibt neue Waffen, die wir vielleicht gleich irgendwie vielleicht eine ziehen oder sowas. Wäre natürlich mega cool. Und dann werde ich einfach immer mal hin und wieder so ein bisschen WW2 bringen, ein bisschen BO3. Da habe ich auch noch so ein paar Ideen, was man da so machen kann. Da wird auf jeden Fall hier so ein bunter Mix dann auf jeden Fall folgen in der nächsten Zeit. Ja, warum außerdem keine Videos gekommen sind, war jetzt nicht nur WW2 der Grund. Außerdem hatte ich auch wieder gesundheitliche Probleme. Ich war wieder in so einem kleinen Tief, weil einfach dieses Jahr so unfassbar viel Krankheiten einfach am Start gewesen sind bei mir. Ich weiß nicht, was da passiert ist mit meinem Immunsystem, aber ich hoffe, dass es 2018 besser wird. Das ist mein Vorsatz für meinen Körper. Und ja, außerdem hatte ich natürlich auch viel auf der Arbeit zu tun. Ihr wisst ja, ich bin 8 Stunden am Tag noch arbeiten und dann nach der Arbeit noch ein Video zu machen, ist dann manchmal schon echt anstrengend. Und heute ist es endlich soweit, dass ich mal wieder ein neues Video am Start habe. Ich habe jetzt hier so ein paar COD-Punkte noch. Ich bin echt mal gespannt, ob wir jetzt was Cooles ziehen werden oder so und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr bisher eine gute Adventszeit gehabt habt, sagt man so, und dass es euch wenigstens gut geht und in dem Sinne, ja, schauen wir mal, was jetzt hier so passiert. So, dann wollen wir mal. Also ich finde es erstmal persönlich schon mal mega geil, dass die jetzt hier so einen Tannenbaum einfach hingestellt haben. Ein bisschen auch festlich das alles geschmückt haben. Der Schnee hier fällt, so wie es bei mir hier gerade aktuell auch in NRW am Start ist. Also bei uns ist echt in den letzten Tagen so viel Schnee runtergekommen, das glaubt ihr gar nicht. Hey, er sieht auch cool aus. Also es ist normalerweise bei uns gar nicht so, dass so viel Schnee hier fällt. Aber naja, jetzt ist es mal so gewesen. Hier habe ich jetzt irgendwie, ich hatte gerade 1100 Punkte. Dann habe ich nochmal 200, habe ich 200 ausgegeben, weil ich mir so eine Kiste hier gekauft habe. Hatte ich nur noch 900. Dann bin ich zu meinem Quartiermeister gegangen. Und der hat mir einfach nochmal 1100 Punkte gegeben. Also nicht zum Quartiermeister, zu dem anderen Typ, der mir Post gibt. Und ja, jetzt kaufe ich mir einfach mal hier so ein Bundle, weil hier steht nämlich, dass wir eine zusätzliche Wintervorratslieferung bekommen und 5 seltene. Wie krass ist das eigentlich? Ich hoffe, vielleicht können wir uns das öfter kaufen. Wäre natürlich krass. Ja, wir können es uns echt öfter kaufen. Aber garantiert ein seltenes Objekt und ein Objekt aus dem Winterbelagerungsset. Wir holen uns hiervon, glaube ich, welche noch, ne? Holen wir uns hiervon noch 5 Stück. Und dann haben wir hier echt, glaube ich, einige Kisten. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Ich habe selber noch gar nicht reingeguckt. Wir haben 8 verfügbare Vorratslieferungen hier. Wintervorratslieferungen. Und was ist das? Winterbestechung habe ich nicht. Okay, schade. Aber wir haben noch 17 normale und 29 seltene. Alter Junge, wenn das mal nicht krass ist, wie viele wir hier am Start haben. Okay, also wir kriegen hier, erstmal holen wir uns das noch. Kriegen wir keine Winterbestechung. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn man dieses Twitch Prime hat. Das habe ich leider nicht. Dann hätte ich mich damit verbinden können. Komm, pass auf, wir machen jetzt 4 von diesen auf. Dann machen wir die normalen auf. Dann die seltenen und dann die letzten 4 Wintervorratslieferungen. Habe ich Bock drauf. Ja, vielleicht kriegen wir was Geiles. Ich habe keine Ahnung, was es alles Neues gibt. Ich habe gehört, es gibt eine Stan. Alter, das sieht schon mal geil aus. Cool. Es gibt eine Stan, diese G43, eine neue MG und Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen Bros vielleicht incoming hier in WW2. Wäre natürlich cool. So, haben wir jetzt hier mal so eine Karte bekommen, aber die haben auch ein bisschen die Karten jetzt hier angepasst. Ganz cool. So, jetzt ziehen wir erstmal noch 2 von diesen Winterdingern. Und ja, vielleicht ist der COD-Gott ja hier mit uns. Krass. Abgesägte Schrotflinte, aber immerhin eine heldenhafte schon mal bekommen. Wie krass ist das denn, Alter? Und was ist das? Gewöhnlich. Aber heftig, heftig, heftig. Geiler Anzug auch. Sehr cool. Freut mich schon mal. Aber komm, wir behalten die 5 hier und dann machen wir erstmal jetzt die normalen hier auf. Die machen wir jetzt hier. Vielleicht ziehen wir doch was Krasses. Ich habe schon mal da jemanden gesehen, der hat da 2 heldenhafte in einer gezogen, in so einer normalen. Wir ziehen jetzt einfach mal durch hier. Gucken, was so geht.
Hier kriegen wir schon mal alles Mögliche doppelt. Alles klar. Aber hier schön der Tannenbaum im Hintergrund. Perfekt. Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Haben wir auch schon doppelt. Okay, wieder so eine coole Emote-Geste. Auch nice. Ganz nett. Aber unfassbar. Alter, wir kriegen schon wieder Heldenhaft. Was passiert denn hier? FG42. Geile Waffe. Die ist wirklich eine schöne Waffe. Alter. Wir haben einfach schon zwei Heldenhafte gezogen. Digga. Wie gut ist das denn? Aus einer normalen einfach. Ich bin echt jetzt schon zufrieden einfach. Ich glaube, das Spiel will, dass ich zurückkomme, habe ich das Gefühl. Geil, Alter. Und die Griffe haben sie jetzt auch ein bisschen schöner hier angeordnet, dass man auch sieht, was das genau für welche sind. Sieht schön aus, auf jeden Fall. Jetzt habe ich euch schon wieder so oft auf jeden Fall gesagt. Aber egal, nicht so schlimm. So, deutscher Griff. Ah, wie geil. Sieht auch cool aus. Und wieder hier ganz viel EP, die wir hier bekommen, die wir hier ziehen können. So, okay, nochmal wieder was Legendäres. Episch, nein. Oh mein Gott. Hier so ein Gebirgsjägeranzug hier. Auch schön, auch schön. Die normalen machen wir jetzt erstmal alle hier durch. Nein, wir kriegen nicht doch eine Typ 100 in Heldenhaft. Ich habe schon eine heldenhafte Typ 100, aber wir haben die dritte heldenhafte. Alter, was? Ich komme echt nicht klar. Noch was Episches. Okay, ist eine Visitenkarte. Aber Junge, wie krass ist das? Ich bin so gehypt gerade. Es macht immer wieder Spaß, Packs zu öffnen. Mega cool. Okay, also diese Griffe interessieren mich eigentlich gar nicht. Ich feiere das nicht so, dass die da so viele Griffe reingemacht haben. Aber ist einfach so, um eben das ein bisschen zu reduzieren, dass man immer diese krassen Sachen bekommt. Aber wir haben einfach drei heldenhafte Sachen schon gezogen. FG42, Typ 100 und eine Shotgun. Und wieder was Episches. Und was Legendäres noch. Eieiei. Wir kriegen hier Sachen. Das ist ja abnormal geil. Okay. Aber überlegt euch mal, wir haben noch 29 seltene. 29 seltene und 5 von diesen Gebirgsjäger. Hier von diesen. Ich bin schon voll durcheinander, Alter. Von diesen Winterdingern. Okay, passt auf. Jetzt 29 hiervon. Ich pack's ja nicht, ne? 29, Alter. Okay. Ich möchte das hier weiter an dem Tannenbaum machen, aber wir machen das jetzt hier links davon. Oh mein Gott, Alter. Direkt was Episches, was Legendäres wieder. Nee, Episches. Hammer. Er freut sich, geil. Also, es ist irgendwie cool, in ein Spiel reinzukommen, wo man echt lange nicht mehr drin gewesen ist. Und dann da einfach neue Sachen am Start sind. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese neuen Waffen auch aus diesen Kisten, aus den normalen bekomme oder nur aus diesen Winterkisten. Da bin ich mir nicht sicher. Aber egal, wir ziehen einfach mal. Vielleicht passiert ja hier irgendwas Krasses gleich noch oder so. Das wäre heftig. Okay, aber scheinbar ist hier jetzt gerade nicht so Krasses drin. Komm, jetzt kriegen wir bestimmt nochmal eine Heldenhafte, oder? Okay, süße Belohnung. Aber wir kriegen schon ziemlich viel doppelt, ne? Alter, oh, alle doppelt, Alter. Ja, moin. Okay. Wieder doppelt. Ich würde ja gerne mal wissen, was man bekommt, wenn man eine Heldenhafte doppelt hat. Aber hier nochmal was Episches. Sehr nice. Oh, der Anzug sieht echt sick aus. Schön, gefällt mir. Aber nochmal was Episches. Oh mein Gott, wir kriegen eine neue Schaufel. Geil. Das freut mich. Aber die sieht wahrscheinlich nicht so schön aus, weil sie ja nur episch ist. Aber trotzdem echt cool. Ich mache jetzt mal hier noch 4 Stück auf und dann werfen wir die Kiste nochmal woanders hin, dass wir vielleicht da vielleicht mehr Glück haben oder so. Er freut sich dauerhaft, Mann. Er ist der Beste, Mann. Er ist übel, der freut sich mit uns hier. So, jetzt nochmal was Episches, oder? Aber was für ein Start gerade, bitte, war das. Okay, nochmal was Legendäres. Nice, so, jetzt werfen wir nochmal ein paar Kisten hier hin. Hier werfen wir noch eine hin. Da, zack. Und jetzt noch, wir haben noch 15 selten, aber wir haben in den... Oh mein Gott, wieder was Episches. Nice. Oh, eine schöne Waffe. M1903 in Episch. Schön, schön. Ja, gefällt mir. Wenigstens nochmal eine andere Variante. Wir sind Level 10 schon hier, geil. Aber krass, dass wir in den normalen Kisten besseres Zeug gezogen haben als... Oh! Oh mein Gott! STG44 in Heldenhaft. Nice. Richtig nice. Er freut sich auch so. Oh, wir haben 4 Heldenhafte gezogen, Mann. Was habe ich für ein Glück? Und die Schaufel nicht zu vergessen. Die ist halt auch geil, ne? Finde ich halt echt krass. Nice. Hat uns Glück gebracht, dass wir hier auf der rechten Seite vom Baum sind. No, jetzt haben wir immer noch 10 Stück. Ich habe das Gefühl, es geht hier eine halbe Ewigkeit, ne? Aber egal. Wir ziehen das hier durch. Und weiter geht's.
Oh, wieder was, episches? Nee, legendär. Ah, das sieht immer fast aus wie episch. Und nochmal was legendäres diesmal, ja. Ja, ja. So, jetzt haben wir noch 7 immer noch. Ich habe viele Kisten nicht geöffnet. Und da fliegt einer, hat Prestige gemacht, nice. Läuft bei ihm. So, jetzt noch 6. Aber wir haben noch die 5, die machen wir nochmal auf der linken Seite auf. Vielleicht bringt uns das nochmal Glück. So. Jetzt nochmal 5, jetzt nochmal 5. Komm. Wir gehen nochmal hier rüber. Und jetzt hier hin. Let's go. Nochmal was Episches. Nice. Ah, okay. Eine Panzerschreckin episch. Aber sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. So, noch 4 Stück. Ich bin mehr als zufrieden, dass wir schon 4 Heldenhafte gezogen haben. Echt richtig, richtig krass. Und noch 2 Legendäre. Okay. Und noch 2 Kisten. Kommt schon. Jetzt nochmal Glück. Ah, schade. Jetzt die letzte. Okay, schade. Ist nichts Krasses mehr gekommen hier in der letzten noch. Aber wir haben jetzt noch 5 von den Winterkisten, wo wir eventuell ja eine neue Waffe ziehen könnten, was natürlich ziemlich geil wäre. Da hätte ich Bock drauf. Dieses Stand hätte ich echt mega, mega Bock. So, jetzt komm, let's go. Gib uns eine neue Waffe. Da ist schon mal irgendwas Winterhaftes. Alter, sick. Okay, und diese Holzpistole haben wir bekommen, nice. Let's go, komm. Nochmal was Winterhaftes hier, komm. Vielleicht kriegen wir da was Geiles. Oh, einen neuen Helm, auch nicht schlecht, ja, doch. Gefällt mir. Aber jetzt, komm. Alter, was Heldenhaftes. Ah, nein, Anzug. Jetzt habe ich auch mal Pech mit den Heldenhaften. Aber der Anzug sieht wirklich, wirklich geil aus. Wobei es aber hier für die Panzerdivision ist. Finde ich nicht ganz so geil. So, und jetzt? Aber wir haben 5 heldenhafte Sachen gezogen. Mega. Und die letzte Kiste, die werfe ich jetzt straight vor den Baum einfach. Kommt schon. So, letzte Kiste vor den Baum. Geh weg da. Ja. Vor den Baum, komm. Das muss doch jetzt unser Weihnachtsgeschenk hier werden, oder? Ah, schade. Was ist das überhaupt? Embleme. Ja, die finde ich geil, die Embleme. Sehen ganz nett aus. Cool. So, jetzt würde ich doch gerne mir nochmal die Waffen anschauen. Oh ja. Oh, schön, ey. Das gefällt mir. Sehr. Oh mein Gott, richtig schön. Ja. Sehr geil gemacht. So, nächste Waffe. Ja, doch. Ich bin zufrieden. Oh mein Gott, ist die schön. Oh, nee, Alter. Ich glaube, Fantu hat die auch. Richtig geil. Alter, die ist schön. Also das Waffendesign gefällt mir wirklich in WW2. Das haben sie echt richtig schön gemacht. Und da haben wir Kreuzritter 2 bekommen. Auch geil. Auch sehr geil. Sieht auch. Oh. Ja, doch. Sieht ganz nice aus. Sick. Das mit dem Stern so, ja, das gefällt mir. Richtig geil. Ich glaube, wir haben immer so dieselbe Variation bekommen, so diesen Stil. Wir hatten die FG42 noch, glaube ich, die ich mir sowieso freischalten wollte, dauerhaft. Und die kann ich ja nicht dauerhaft freischalten, ne? Aber die sieht schon, Alter, das sieht ja witzig aus, wie süß. G43 hätte ich auch gerne, ist schon auch ziemlich cool. Die Sten finde ich auch nicht schlecht, ja. Oh was, wie sieht die denn aus? Krass. Und das LMG sieht. Oh ja, okay. Das hat so ein bisschen. Ist so eine Mischung aus der Levis Gun und der MG42, würde ich fast sagen, ne? Ja, ein Eispickel gibt's. Okay. Gucken wir uns das auch nochmal gerade an hier. Und das Grabenmesser. Oh ja, das ist cool. Das finde ich nicht so geil. Aber ey, what the fuck? Das sind ja richtig geile Variationen. Vielleicht ziehen wir die eines Tages noch. Wäre natürlich mega geil. Aber jetzt gucken wir uns auf jeden Fall noch die FG42 hier an. Meiner Meinung nach haben wir die schönste bekommen. Hier dieses Gold. Oh ja. Das gefällt mir. Ja, schön. Eine geile Waffe und wir haben eine schöne Variation dafür. Ich bin mehr als zufrieden auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat auch dieses Pack-Opening gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben dafür da. Würde ich mich natürlich drüber freuen. Sieht immer cool aus und schaut gerne bei dem Fortnite-Kanal vorbei. Wenn euch das gefällt, dann gebt der Sache einfach gerne eine Chance und ich bin dann erstmal raus. Wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Ich suche mir eine schöne heldenhafte Waffe aus. Dann machen wir ein gediegenes Live-Commentary mit einer von den Waffen und ja, sehen wir uns auf entspannt nächstes Mal wieder. Bis dann, habt noch einen schönen Tag und lasst euch gut gehen.